Sind die auch so hübsch? Doch, ja, kann man sagen. Dann bleibt sie, wird eine Dynastie, bleibt eine Familie. Sie übergeben dann die Krone gleich weiter, alles Miss Sherman ist. Ich habe aus dem Grund gefragt, wir haben berühmte Geschwisterpaare eingeladen, aus Schauspielerfamilien oder Künstlerfamilien, und die singen jetzt ein Liedchen für uns. Und zwar singen sie, es bleibt in der Familie. Ja, es bleibt in der Familie, man bei uns treffen sieht. Als Geschwister hier gebeten, wird sie heute durch uns vertreten, hier mit diesem kleinen Lied. Dass der Apfel wie bekannt ist, nicht sehr weit vom Stamme fällt, wird bei Hinz und nicht bei Kunz nur gern von jedem festgestellt. Denn von uns da stehen alle auf der Bühne, das ist Brauch. So wie es die Alten singen, füttert es die Jungen auch. Ja, es bleibt in der Familie, wie man bei uns treffen sieht. Als Geschwister hergebeten, wird sie heute durch uns vertreten, hier mit diesem kleinen Lied. Mit der Schwester zog ich fröhlich, als Duett vereint durchs Land, als Geschwister Duval waren wir bekannt. Heute singe ich alleine und der Bruder komponiert. Seine Lieder, Hits geworden, werden oft mit Gold prämiert. Ja, es bleibt in der Familie, wenn man bei uns treffen sieht. Als Geschwister hergebeten, wird sie heute durch uns vertreten, hier mit diesem kleinen Lied. Auch wir sind, wie alle wissen, als Geschwister aktuell. Beim Theater, Film, beim Fernsehen, da kennt man den Namen Schell. Und ein familiäres Treffen, mal zu Hause im Verein, wird dann dank dieser Besetzung ein privates Festspiel sein. Ja, es bleibt in der Familie, wenn man bei uns treffen sieht. Als Geschwister hergebeten, wurde sie von uns vertreten, hier mit diesem kleinen Lied. Hier mit diesem kleinen Sonst sagt man immer, wir können Familien nur Kaffee kochen. Hier sagt man, ihr könnt Familien singen, Familienmitglieder, und können auch einen Äppelwein trinken. Bleiben wir mal bei der Familie Hinz, ein Teil davon. Denn wir, alle hätten wir ja bringen können. Sie sind ja alle vom Schauspiel tätig. Vater, Mutter, Bruder, Schwiegersöhne, alles. Also ein eigenes, habt dann einen Intendanten schon gewählt. Das ist der Vater, der Intendant für irgendwelche Hinz-Festspiele. Sind wir uns noch nicht ganz einig. Ich möchte Ihren Vater gleich grüßen, Werner Hinz, auf das Herzlichste. Er hat den Text gelesen und hat gesagt, wie er das mit dem Kunz gelesen hat von mir. Na ja, ja, ja. Also bitte, Herr Hinz, sind Sie nicht böse. Es hat sich gerade so ergeben, wie ich es geschrieben habe. Ich nehme den Kunz wieder zurück. Ja, bleiben wir mal bei deiner Hinz. Nächste Woche ist, glaube ich, oder wann ist Premiere? In 5 Tagen ist Premiere. Was spielen Sie da? Ich spiele die Frau von Stein. Die Frau von Stein, ja. Ein Personenstück. Ein Personenstück. Das ist aber eine Frau, die kein Herz von Stein hat, aber 60 Seiten Text. 60 Seiten? Ja, und ganz alleine. Da kann sie auf der Bühne. Ganz alleine? Ja. Aber Sie machen auch noch schwäbische Festspiele. Danach kommt wieder ein Stein, Wallenstein. Aber da spielen nicht den Wallenstein. Bei Ihnen ist die Steinzeit ausgebrochen, habe ich den Eindruck. Also, ja. Aber ich habe Steine gern. Ja? Wunderbar. Ich hoffe, mein Mann hat jetzt zugehört. Ja. Mhm. Er wurde soeben gefasst. Michael, und mit Ihnen, Sie haben in Frankfurt bei uns gedreht, ein klarer Fall, wenn ich richtig orientiert bin. Ja, in der Nähe von Frankfurt. In der Nähe von Frankfurt, aber für den Hessischen Rundfunk. Für den Hessischen Rundfunk. Ja, und dann haben Sie, glaube ich, jetzt in Hamburg etwas vor, das ist ein ernstes Stück, Unternehmen Annie. Ja, richtig. Was ich alles weiß, gell? Ja, toll. Ja, wunderbar. Heute Vormittag noch nicht, jetzt schon? Ja, ich spreche nie bei den Proben. Die sind ja so ausgekocht. Wenn ich da einen Gag mache, den merken die sich und dann erzählen die mir meinen eigenen Gag. Und wie stehe ich denn da? Nee, das mache ich grundsätzlich nicht. Ja, und die ganze Familie ist schon einmal zusammen aufgetreten im Theater auf einer Bühne? Nein. Nee, nicht? Nur zu Weihnachten und am Christbaum. Weihnachten und am Christbaum. So, dann wünsche ich jetzt schon, das ist bei der Witterung gut, Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest. Familie Schell, Imi Schell, K.
Kaltschell ist bei uns zu Gast, meine Damen und Herren. Geschwister, die auf der Bühne stehen, Maria Schell, Maximilian Schell. Die Eltern waren, glaube ich, ihre Mutter war Schauspielerin. Ist noch Schauspielerin. Ist noch Schauspielerin. Und der Vater war Schriftsteller. Hat sich das ein bisschen... Wie würden Sie, haben Sie zu Hause gesagt, wir wollen jetzt zur Bühne oder wie? Aber wir wurden eigentlich, also dadurch, dass mein Vater Schriftsteller war und heute Geburtstag hätte, 82 würde, mit Literatur eigentlich von ganz früh schon vertraut gemacht. Und ich hat war ihn gleich sehr, und ich war sehr stolz, dass ich mit 5 Jahren schon die Titel von Schillers Werke auswendig konnte, allerdings in meiner Version. Ich sagte, die Jungfrau von Oerlikon, das ist ein Vorort von Zürich, die Braut von Messias, Maria Stuttgart, Kabalen und Kalibi, zu Deutsch keine Ball und keine Liebe, Wilhelm Schell und die Räuber. Da fehlt noch, da fehlt noch Don Carlos, der Elefant von Spanien. Also Sie waren ja schon bei uns gewesen. Ja, viele Rollen gespielt. Sie sind Regisseur, Schriftsteller und Schauspieler. Sie haben einmal ein Stück gespielt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da hat er 8 Rollen drin gespielt. Wir wollen es nicht so laut sagen, unser Programmdirektor ist da. Wenn der hört, dass einer 8 Rollen spielt, da kriegen wir noch mehr Kürzungen beim Fernsehen, Herr Programmdirektor. Sie haben 8 Rollen gespielt. 8 Rollen, 16 Umzüge in 2,5 Stunden und der kürzeste war in 2,5 Sekunden, der längste in 2,5 Minuten. Ja, und so oft gestorben. Ja, natürlich, es war eine Mördergeschichte. Ich musste mich also selber ermorden und wurde praktisch dann wieder als Opfer gefeiert. Und das, da gehen wir jetzt am Broadway damit. Wunderschön. Halten Sie mir die Hände. Maria und Frank Duval. Früher hieß er mal Franco. Ja, meine Damen. Da waren Sie auf Tournee. Ich hab's aber richtig gesagt. Da waren Sie ein Gesangsduett gewesen, da waren wir auf Tournee, sind also durch ganz Deutschland gefahren, habt ihr hübsche Lieder gesungen und große Erfolge gehabt. Er sagt zwar immer, er will nicht so an die Tralala-Zeit erinnert werden. Nee, das hat seine Berechtigung gehabt damals, das war prima, dazu stehe ich auch, ich will das nicht verleugnen. Ja. Ja, die Zeit hat sich geändert jetzt. Das ist klar. Die Schwester singt. Ich singe alleine seit einigen Jahren international, überall, in allen Ländern. Ja. Und jetzt war ich gerade 3 Monate unterwegs. Und er komponiert, er schreibt, die Städte geworden mit großem Erfolg. Wie viel Derrick und alte Kompositionen haben Sie gemacht für diese Sendung? Also circa um die 75. Um die 75. Ja. Angel of Mine, erinnern Sie sich, Love, Cry, alles hat er komponiert. Goldene Schallplatte. Das ist so, Sie sehen den fertigen Film und schreiben danach die Musik. Ich sehe den fertigen Film am Schneidetisch mit dem Regisseur zusammen. Und danach? Und dann suchen wir gemeinsam aus, in welchen Sequenzen Musik sein soll. Ist es schwierig, ob der Mörder Ihnen sympathisch oder unsympathisch ist? Schreiben Sie da was Besonderes? Das spielt eine Rolle, ja. Das spielt doch klar, schon. Dem wische ich eins aus, wenn er mir nicht gefällt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir drücken die Daumen, dass wir noch so viele schöne Melodien kriegen. Wir wollen die Bembel austeilen. Grüßt bitte die anderen alle zu Hause. Vielleicht können wir mal wenn wir eine ganz große Halle haben, machen wir ein riesen Familientreffen. Dann sind alle bei uns zu Gast. Ich bedanke mich schön. Schönen Applaus. Drüben steht das. Ja, Herr Maurer. Komm, es spielt keine Rolle. Das war nicht gewohnt. Und,